Damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Heute leider ohne Doc und Huki. Bleibt leider nicht aus bei diesem Spiel. Ich spiele X-Reverb, den... Oh, jetzt habe ich es vergessen. Fünften? Sechsten Teil der X-Reihe? Irgendwie sowas? Ich war ja schon immer ein Fan von denen und ich freue mich riesig, dass dieses Spiel endlich raus ist. Mit kompletter Überarbeitung von allem, was sie bisher hatten. Und ich bin echt gespannt, was auf mich zukommen wird. So, ich habe im freien Spiel mal kurz angespielt, nur damit ich weiß, dass alles hier funktioniert. Und ja, wir wollen uns aber um die Kampagne mal kümmern und schauen, was wir dort alles erleben werden. So, wie es auch sein muss, ein Ladescreen gehört immer irgendwie dazu. Das ist doch eigentlich auch schon eine Tradition bei uns. Mal sehen, ob ich das hier beibehalten kann. Ich glaube aber mal nicht. Dafür ist die Spielreihe ist dafür bekannt, ohne Ladescreens auszukommen. Also, nein, bekannt ist sie dafür nicht, sondern es ist halt einfach mal, dass man normalerweise kaum Ladescreens hat. Aber es... Obwohl, ich lüge jetzt fett wie gedruckt, muss ich sagen. Bei alten Teilen hatte man ja noch diese Sprungportale, das war im Prinzip ein Ladescreen. Nur war das nicht als solcher getarnt. Und wenn man die Durchgänge abgestellt hat, dann hat es auch nur 10 Sekunden gedauert, bis der Bildschirm nicht mehr schwarz war. Aber jetzt wollen wir doch mal sehen, was auf uns zukommt. Enzyklopädie-Eintrag. Historische Schiffe. Stolz von Albion. Dieser von John Ferco im Jahr 2932 gebaute Schiffsprototyp stellt ein Meisterstück dar, das auf Bauplänen des Ingenieurs Balaji basiert. Seine Vielseitigkeit in puncto Antriebsleistung und Waffen, Schild- und Hüllentechnologie hätten ihn eigentlich zu einem erstklassigen Schiff für das Militär gemacht. Das Modell schaffte es allerdings nie bis zur Serienreife, da der Bau der Grundkonstruktion mit erheblichen Kosten verbunden war. Der einzige Prototyp wurde von der argonischen Regierung aufgekauft und spielte eine große Rolle im Terraner-Konflikt und der Plutarch-Revolution in Albion, wo er für den Teladi Faalos Disanos Hounas den Ersten registriert war. Zuletzt wurde das Schiff in einem massiven Gefecht gegen die Plutarch Mining Corporation gesehen, wo es wohl schwer beschädigt und anschließend als im Kampf vernichtet eingestuft wurde. Noch ist sie nicht zerstört. Ich denke, da habe ich ein Update für die Enzyklopädie. Enzyklopädie-Eintrag. Revolution in Albion. Sofort nach dem überraschenden, massiven Versagen der Tore im Jahr 2947 unternahm die Plutarch Mining Corporation im Albion-System einen Putschversuch gegen die dort stationierten Streitkräfte der argonischen Regierung, da die argonischen Verbände keine Möglichkeit hatten, Verstärkung aus anderen Systemen zu erhalten, war es ein leichtes für die Streitkräfte der PMC, sie zu besiegen. Daraufhin richtete PMC eine Übergangsregierung ein. Trotz der seit Jahrzehnten andauernden Trennung vom Tor-Netzwerk gelang es der PMC-Übergangsregierung erfolgreich, Wohlstand, Fortschritt und Sicherheit für alle Bewohner des Albion-Systems zu schaffen. Hinweis: Artikel gesperrt. Keine Aktion. Okay, geht gleich mal mit einem Alarm los. Hey, ist da jemand? Ich brauche Hilfe. Ja, ich verstehe dich laut und deutlich. Mehrere meiner Systeme sind ausgefallen. Ich muss andocken. Okay, dann wollen wir doch mal das Gespräch fortführen. Ich glaube, da drüben ist eine Andockvorrichtung. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob sie funktioniert. Du bist dir besser sicher. Ich komme schnell rein. Ahem.
Hey, alles in Ordnung? Ja, mir geht es gut. Danke. Wie bist du in dieser Kapsel gelandet? Ich wurde im Highway angegriffen. Es ging alles so schnell. Sie könnten immer noch in der Nähe sein. Ich habe es überprüft. Du warst das einzige Schiff. Wir können zur nächstgelegenen Station fliegen, aber es wird eine Weile dauern. Das Schiff ist nicht... Wenn sie mich verfolgen, dann haben wir ein Problem. Lass mich nachsehen. Ja, ich lach mir gerade einen ab, weil mir gerade etwas aufgefallen ist. Es ist ja schön, dass sie das so videomäßig mit diesen schwarzen Balken eingerahmt haben und so weiter. Aber wer genau aufgepasst hat, ich hoffe, man sieht es im Video, ist am oberen Bildschirmrand und links an diesem oberen schwarzen Balken ein Pixel breit noch das eigentliche Spiel zu sehen. Das fand ich jetzt recht herrlich. Was ich aber auch cool finde, ist, wie man hier durchs Schiff laufen kann und sich das ansehen kann. Und sieht gar nicht mal so schlecht aus. Dafür, dass man sowas vorher nicht hatte, in den alten Teilen, muss ich schon sagen, haben sie sich echt was einfallen lassen, wie man das gut aussehen lassen kann. Aber wir wollen jetzt erstmal nach vorne gehen. Wenn das ein ausgeklügelter Versuch sein sollte, mein Schiff zu klauen, dann hättest du besser gewartet, bis ich meine Reparaturen abgeschlossen habe. Du machst keine Witze. Das Ding sieht wirklich schlimm aus. Du bist Ingenieur? Techniker. Ich arbeite für Herz von Albion und führe Sicherheitsüberprüfungen in Arbeitsbereichen wie Schiffen, Produktionslinien oder ähnlichen Dingen durch. Yisha Terran. Ren Otani. Und wenn ich mich nicht irre, ist das hier die Stolz von Albion. Du kennst deine Schiffe. Ich habe es hier in der Nähe aufgelesen. Seitdem versuche ich, es wieder in Schuss zu bringen. Ein Spaßvogel dachte wohl, es wäre lustig, die Schiffs-ID zu Albion Skunk zu ändern. Ich sollte wahrscheinlich meine Leute wissen lassen, dass es mir gut geht. Damit kann ich dir nicht helfen. Ich bin hier, weil ich nach einem Hochleistungstransmitter gesucht habe. Es ist wohl das Beste, wenn wir zu einer Station fliegen. Wir fliegen weiter, wenn ich die Antriebe etwas aufgewärmt habe. Wollen wir doch mal das eigentliche Flugtutorial machen. Ja, gut. Das ist wie in einigen alten Teilen Leertaste und dann kann ich mit der Maus alles hin und her ziehen. Hier unten die bekannte Geschwindigkeitsanzeige. Man natürlich auch beschleunigen, bremsen kann. Mal sehen, ob das mit Klicken noch funktioniert. Früher. Nee, das kann man vergessen. Aber wenn ich die linke Maustaste gedrückt halte, dann habe ich denselben Effekt wie mit der Leertaste. Sie spinnt manchmal etwas rum. Das passiert eigentlich nur, wenn einige PMC-Schiffe den Highway verlassen. Fast fertig. Wusstest du eigentlich, dass dein Turboantrieb außer Betrieb ist? Ja, der hat noch nie funktioniert. Leg wohl an. Moment. Okay. Schön, wieder einen Boost zu haben. Das könnte schön sein. Wofür war das denn? Sein. Das waren Sicherheitskräfte von Plutarch. So eine Provokation direkt vor deren Augen ist eine schwachsinnige Idee. Entspann dich, sie werden nicht so schnell aufholen. Pass auf. Ich habe einen Freund auf einer nahegelegenen Station. Bring mich dorthin und wir bekommen die meisten unserer Systeme wieder in Gang. Schau dir das an. Gut. Versuch es. Die Manövriertriebwerke sollten jetzt besser reagieren. Also zumindest reagieren sie. Ich weiß ja noch aus alten Teilen, wie man sie verwendet. Und Tab für den Turbo. Weiß ich auch gerade gar nicht, was ich noch sagen wollte bezüglich dieser Steuerung. Aber gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Wir wollen uns jetzt mal auf den Weg machen. Turbo aktivieren. Wie hast du das gemacht? Wollen wir mal dahin, oder? Die Systeme befand sich im abgesicherten Modus. Ist sie in einen Kampf geraten? Sie ist so, seit ich sie gefunden habe. Wie wäre es, wenn wir dich zur Station bringen? Wollen wir nochmal dahin fliegen. Highways und die Schunsel zu verkehren. Ja, wie wir schon wissen, die Tore sind ausgefallen, also braucht was anderes, was schnell durch die uns schnell reisen lässt. Das sind jetzt halt die Highways. Mal sehen. Wie weit du von deinem Ziel entfernt bist. Wo ist dann das? Ja, wenn ich das Ziel sehen würde, aber gut. Ich sehe nämlich nicht, was das Ziel ist. Da ist schlafender Riese, wenn ich das richtig gefunden habe.
Da wollen wir dann jetzt auch raus, hoffe ich. Also kommen auch demnächst nach raus. Sind hier so viele Schiffe, die hier auf einmal wechseln? Auch interessant. Dort voraus ist die Ödlandkolonie. Nicht gerade ein Quell der Luxuriosität, aber einladend genug. Wir sollen ja zu dieser Station, Basis, wie auch immer fliegen. Tun wir das doch einfach mal. Mal sehen, ob da unser Schiff wirklich wieder zusammengeflickt wird. Ah, Tieren geht auch. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen langsamer. Nicht, dass ich irgendwo gegen donner. Doppelklick auf das markierte Symbol, um zu landen. Welches ist das markierte Symbol? Nein. Markiertes Symbol. Ah, jetzt kann ich es anklicken. Wollen wir es mal doppelklicken und sagen andocken. Dies ist die Albion Skunk. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Enzyklopädie-Eintrag. Karte. Ödlandkolonie. Die Ödlandkolonie zählt zu den ältesten Einrichtungen in Albion. Ursprünglich ein sehr ertragreicher, gewaltiger Asteroid, der von der Plutarch Mining Corporation im Jahr 2942 kolonisiert wurde. Bis zum Tag, an dem Albion aufgrund des Versagens der Tore vom Rest des Universums abgeschnitten wurde, diente er als inoffizielle Hauptstadt. So. Okay. Du möchtest also, dass ich die alte Stadt kostenlos wieder zusammenflicke? Es ist nicht allzu viel und ich denke, dass ich mir ein paar Gefallen verdient habe. Du hast genau einen Gefallen. Du machst mehr Ärger, als dass du mir nützt. Das muss ich jetzt vorlesen, weil anscheinend die Tonspur weg ist. Okay, Junge, ich bringe dein Schiff in einen vernünftigen Zustand. Das schließt Waffen mit ein. Du sagst also besser niemandem, woher du sie hast. Finde ich ein bisschen schade, dass hier jetzt die Tonspur weg ist. Es gibt hier einige Komponenten, die ich nutzen könnte. Sieh dich nach ihnen um, während ich alles vorbereite. Na, wollen wir das eigentlich mal tun, oder? Ich überlasse euch Jungs da mal diese Aufgabe. Wollen wir das doch mal tun, während sie wieder zurück aufs Schiff geht? Statt einfach mal zu helfen. Sie will doch meine Hilfe haben. So kann sie mir auch helfen. Egal. Suchen wir uns das Material zusammen. Also ich hoffe, dass solche Zwischeneinlagen hier eher selten bleiben, weil das macht nicht den Reiz des Spieles für mich aus. Aber so auf einer Station mal wirklich draufzustehen und sich das Schiff von außen angucken zu können, theoretisch wieder reinlaufen zu können, das ist schon cool. Das hatten wir bis jetzt noch kein Spiel. Und muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich nicht so schlecht. Was ein bisschen schade ist, was ich jetzt schon weiß, ist, wir haben nur dieses eine Schiff, das wir wirklich selber fliegen, in dem Sinne. Aber es gibt ja noch diverse andere ich will eigentlich nicht zu viel verraten, aber wir werden noch mit anderen Sachen fliegen, aber halt nie richtig als Pilot drin sitzen. Na, dann wollen wir uns doch hier mal Maschinenteile holen. Dann wollen wir uns mit ihm mal sprechen, um unser Schiff wieder flott zu kriegen. Hoffe ich zumindest. Danke, wenn wir das hier schon machen, machen wir es lieber richtig. Okay. Du solltest an Bord gehen und dich auf einen Testflug vorbereiten. Okay. Yisha. Fragen wir doch über Yisha mal aus. Yisha, sie ist nett und alles, aber erwarte nicht, dass die Dinge mit ihr einfach ablaufen. Okay. Sie sagte, sie käme von Herz von Albion. Klingt recht anständig. Sicherlich, aber Herz von Albion ist nicht gerade der größte Freund von PMC, oder? Verbringe ein wenig Zeit in ihrer Welt. Herz von Albion wird dich entweder dazu bringen, Wohltätigkeitsarbeit zu leisten oder dich zum Cyberterroristen machen. Es wird niemals langweilig. Na, wollen wir doch mal sehen, was auf uns zukommt. Danke für die Hilfe. Du kannst das durch Öffnen des Hauptmenü mit Enter und Auswahl Station durch Öffnen von Hauptmenü und mit Enter. Okay.
Ah, okay. Daran muss man sich noch gewöhnen, dass das Menü hier dann auftaucht und so ein Riesenfenster mitten im Spielfeld ist, das wirklich auffällt. Oder wie beim letzten, seit X3 Terran Conflict hier an der Seite oder so. Das ist gewöhnungsbedürftig. Aber gut. So, gehen wir doch mal an Bord. Klicken, Alter. Ich bin aus so vielen Spielen jetzt gewohnt, eh zu drücken, um mit irgendwas zu interagieren. Daran muss man sich dann auch erstmal gewöhnen. Systeme sehen gut aus. Waffen arbeiten. Lass uns das Zielsystem einem kleinen Test unterziehen. Gut. Gelbe Symbole sind Missionsziele. Du kannst sie auswählen. Okay. Warte, Asteroid. Okay, Game Ringe zeigt zum ausgewählten Ziel. Diese Beschreibung, ja, es ist irgendwo klar, dass irgend so eine Beschreibung irgendwo existiert. Mal schauen. Mal doch mal dahin fliegen. Probiere am besten mal aus, ob die Waffen funktionieren. Zerstöre die Asteroiden. Rechte Maustaste, um abzufeuern. Irgendwoher kenne ich das. Mit dem Bergbaulaser sollte es schneller gehen. Einige Zeit vor. Ja, okay. Gut, abkühlen von Waffen. Ja, finde ich auch ganz cool, dass es sowas gibt. Früher war es einfach das, dass ich eine begrenzte Energie hatte und der Generator schnell genug Energie liefern musste, damit du Dauerfeuern kannst. Ah, N, um Waffe zu wechseln. Das hatte ich früher nicht. Uiuiui. Boom. Es ist eine Schande, dass du kein Großschiff mit Sammlerdrohnen hast. Du, ein Sammlerschiff? Die Mineralien in diesen Felsen werden in vielen Industrien genutzt. Oh. Das ist schick. Wir können Sammlerschiffe uns später beschaffen anscheinend. Hast du es geschafft, jemanden zu kontaktieren? Ja, sie wissen, dass es mir gut geht. Ich hasse es, eine Last zu sein, aber könntest du mich zu ihnen bringen? Es ist nicht weit von hier. Schlepp was halt mit. Klar, wenn man sieht, wie gut die Skunk läuft, ist es das Mindeste, was ich tun kann. Danke. Ich markiere den Ort in deinem Leitsystem. Wir treffen dort ein Herz von Albion-Schiff, das mich aufnehmen wird. So, fliege zur Ausgeglichenheit. Wo ist die Ausgeglichenheit? Also, was machst du beruflich? Nichts von Dauer. Hier und da ein Job. Eher nur Zeitvertreiber als richtiges Geld verdienen. Ein Freiberufler also. Nicht der schlechteste Job, wenn man genug Arbeit finden kann. Mein Vater arbeitete jahrelang für die Plutarch Mining Corporation. Ich habe erlebt, wie er immer gestresster und gereizter wurde. Daher entschied ich, dass das Unternehmensleben nichts für mich ist. Er ist nicht mehr da, aber er hat mir genug hinterlassen. So kann ich frei entscheiden, was ich tue. Falls du deine Zeit damit verbringen willst, alte Schiffe, die du findest, wieder instand zu setzen, hast du hier einen Volltreffer gelandet. Okay. Ah, ist ja schick. Sehr cool. Also hier auf dem Highway ein bisschen hopsen und dann sollen wir in einem gewissen Abstand hier wieder raus. Die nächsten sollten jetzt zum anderen Highway rüberfliegen. So, jetzt sind wir auch wieder raus. Jetzt weiß ich auch, wie man aus dem Highway rauskommt, ohne einen speziellen Ausgang nutzen zu müssen. Das ist doch schon mal was wert. Das wird also wenigstens auch erklärt irgendwann. So, und dann sollen wir hier hinfliegen. Na, mal sehen. Wo geht's denn hier jetzt halt rein? Wir müssen hier reinfliegen. Dann wollen wir doch mal den nächsten Highway benutzen. Das Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen, das macht irgendwo Spaß. So Highway hin und her zu hopsen. Und dadurch, dass man dadurch auch noch schneller werden kann oder sowas. Das ist ziemlich cool.
sprich, weil das andere Schiff schneller ist, kannst du denen dann schnell hinterherkommen. Also kommst du schnell voran. Das ist echt richtig cool. Das hat irgendwo Stil. So, wo muss ich jetzt hin? Na, dieses Schiff hier. Interaktionsmenü aufmachen. Gut. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon aufmachen will. Wie weit sind wir eigentlich weg? Ah, jetzt habe ich sie gefunden. Alter, die ist so klein auf meinem Bildschirm. Ich weiß nicht, ob ihr die 9 Kilometer stehen seht. Ich sehe sie verdammt schlecht. Wir nochmal schnell schauen, dass wir schneller hinkommen. Ich will das Schiff mal sehen. Das dort drüben ist Bormans Schiff. Sie erwarten uns. Ah. So. Mal doch mal bremsen hier. Ren Otani hier. Ja, sie ist hier. Sollen wir andocken? Ach so. Dort gibt's Text. Cool, einfach mal so Geld geschenkt bekommen am Anfang. Ja. Alles klar? Es tut mir leid, aber ich bin doch etwas verwirrt. Sie wollen, dass sie hier bleibt? Na gut. Dann bleibt sie halt mit auf dem Schiff. Sehr gut bezahlt. Dafür, dass wir sie einfach nur mit rumschleppen. Cool. What the f- Was? Ich wusste nicht, dass er dies tun würde. Was nun? Du bist der Kapitän. Was würdest du normalerweise tun? Ich habe einen Frachter nicht weit von hier abgestellt. Wie wäre es, wenn wir dorthin fliegen und du erklärst mir, was das alles soll? Okay. Moment, hier gibt es Sprungantriebe oder warum ist das Schiff so schnell weggekommen? Also hängt das mit den ständigen Reibereien zusammen, die bei jeder Begegnung zwischen Herz von Albion und Plutarch entstehen? Wir tun, was wir können. Plutarch unterhält Operationen, von denen du nicht glauben würdest, dass sie existieren. Ich finde dafür Beweise und bringe sie Bormann. Ich fange an zu glauben, dass mir Bormann nicht genug bezahlt hat. Vielleicht ist es besser, wenn du nicht alles weißt. Wir sind keine Gruppe Verrückter. Viele Mitglieder von Herz von Albion sind alte argonische Militärveteranen. Sie sind sozusagen die letzten Verbliebenen der argonischen Föderation in Albion. Und dann ist Plutarch nach dem Torversagen an die Macht gekommen. Du solltest froh sein, dass die eine Gruppe wie euch tolerieren. Ich würde nur zu gerne sehen, wie sie versuchen, uns auszuschalten. So. Ich bin ja jetzt nur ein Stück weiter geflogen, weil ich dieses Gespräch jetzt nicht unterbrechen wollte. Aber ich werde jetzt hier eine kleine Pause machen. Deswegen habe ich das Schiff auch mal angehalten. Und damit ich heute noch diese schöne Folge hochladen kann, dann werde ich mal sehen, ob es morgen vielleicht gleich die nächste gibt. Ich hoffe es natürlich, dass sich das so einrichten lässt, weil ich bin durch die Uni auch nicht gerade zeitlich immer gut dran. Aber gut, ich werde mein Bestes geben, damit das hier nicht allzu lange dauert. Und damit würde ich dann sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.